Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial am dritten Advent. Falls Sie die ersten beiden Videos verpasst haben sollten, dann können Sie diese jederzeit gerne noch anschauen. Den Link dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Zur Adventszeit will man es ruhig und besinnlich haben. Daher haben wir uns für dieses Jahr so entschieden, dass wir Ihnen das Anlegen von Werkzeugen mit auf die Agenda genommen haben. Bisher haben wir gesehen, wie man ein Basiswerkzeug als auch einen Werkzeughalter erstellt. Heute erleben wir die Zusammensetzung beider Komponente zu einem Komplettwerkzeug. Hierfür gehe ich jetzt mit der Maus in meine Klassifizierung Komplettwerkzeuge wiedermals auf das große rote Plus und sage, ich möchte einen Datensatz erstellen. Das System fragt mich, was für eine Art von Komplettwerkzeug es denn sein soll. Ist es ein Drehwerkzeug oder ein Bohrfräswerkzeug? In meinem Fall ein Bohrfräswerkzeug. Das hier ist wiedermals eine Vorschau des neuen Werkzeuges, was Sie hier erstellen. Aktuell noch nichts in der Vorschau vorhanden, denn bisher habe ich ja noch nichts ausgewählt. Auf der linken Seite sehen wir jetzt hier ein paar Platzhalter, jeweils mit einem kleinen grünen Plus gekennzeichnet. Einmal fürs Basiswerkzeug, als auch für den Halter hier oben auch nochmal ein kleines grünes Plus. Ich kann jetzt anfangen, indem ich mal hier ein neues Basiswerkzeug hinzufüge. Ein Klick drauf und es öffnet sich hier auch schon die Auswahl für dieses Basiswerkzeug. Wir erinnern uns, ich kann jetzt hier mit der Klassifizierung einfach alles herunterbrechen. Ich sage, ich möchte hier eine Schaftfräse auswählen. Ich möchte hier nach einem bestimmten Durchmesser suchen. Oder aber, wenn ich jetzt einfach nur auf Basiswerkzeuge gehe, habe ich auch die Möglichkeit, da oben einfach nur nach meinem Werkzeug zu suchen, das ich benannt habe, Advent. Hier haben wir auch schon unser Werkzeug dargestellt. Ein Klick auf das OK. Und schon ist er ausgewählt. Jetzt, da wir das Basiswerkzeug haben, können wir uns auch nochmal den Halter hinzubringen. Also ein Klick auf das Plus. Und wie zuvor auch, werde ich jetzt einfach mal hier reingehen und Advent reintippen. Wir haben jetzt hier den Halter gefunden. Ich bestätige mit OK. Auf der rechten Seite haben wir jetzt hier wieder mal unser 3D-Vorschaubild. Stand jetzt würde ich den Halter gerne nicht so, beziehungsweise das Werkzeug nicht gern so verwenden, sondern ich möchte das Werkzeug noch ein bisschen in den Halter mit einbringen. Für gewöhnlich immer nichts macht man das durch die Einspanntiefe, sagen wir mal hier 20 mm. Oder im TMGR haben wir dann auch die Möglichkeit, hier die Ausspannlänge zu verändern. Und zwar will ich, dass die Ausspannlänge hier auf 60 mm angesetzt ist. Es wandert das Werkzeug in den Halter hinein. Wir haben nun ein Komplettwerkzeug erstellt. Dieses Komplettwerkzeug kriegt jetzt noch eine Werkzeugnummer von mir und eine Beschreibung. Sagen wir Advent Durchmesser 20. Des Weiteren möchte ich diesem Werkzeug noch Schnittdaten mitgeben. Hierfür gehe ich links auf den Reiter Schnittdaten, füge ein neues Teilematerial hinzu und sage hiermit, dass ich für Aluminium eine Schnittgeschwindigkeit von, sagen wir, 250 Schnittmetern habe und einen Vorschub von 1,5 Zehntel pro Zahn. Möchte ich das Werkzeug nun auch in einem anderen Material verwenden, zum Beispiel in Automatenstahl? Einfacher Klick auf das Plus, Auswählen des Automatenstahles, bestätige mit OK, Schnittgeschwindigkeit hinzufügen, etwas langsamer vielleicht, so, und schon ist das Werkzeug erstellt. Klicke ich hier auf Weiter, kriege ich hier eine finale Vorschau wiedermals meines neuen Komplettwerkzeuges. Wähle ich jetzt hier oben aus, dass ich da auch noch ein 3D-Modell in den X erstellt haben möchte, wird mir TMGR automatisch eine 3D-Körperbaugruppe für dieses Werkzeug erstellen. Ein Klick auf Fertigstellen und schon können wir hier im Hintergrund sehen, was denn gleich hier passieren wird. TMGR schickt uns die bereits importierten Step-Daten nach NX, positioniert diese absolut korrekt zueinander, was die Ausrichtung der notwendigen Koordinatensysteme entspricht, definiert den schneidenden Teil, den nicht schneidenden Teil und rotiert diese Geometrien sowohl. Schon haben wir das neue Komplettwerkzeug uns erstellt. Tja, und innerhalb von NX, wie schaut es denn aus? Wie kriege ich jetzt dieses Werkzeug in meine aktuelle NX-Session? Relativ simpel, ich klicke einfach nur auf diesen kleinen schwarzen Pfeil. Wir sehen jetzt auch hier links im NX, wie das Werkzeug schon aufgetaucht ist. Wie schaut es hier aus? Ich gehe mal mit einem Doppelklick rein. Schon sehen wir die neu erstellte Körperbaugruppe
Eben mit dem schneidenden und dem nicht schneidenden oberen Teil. Möchte ich das Werkzeug nun auch verwenden, erstelle ich einfach nur eine Operation dafür. Rechtsklick erzeugen. Haben wir hier neue Werkzeugbahnen erstellt. Eine Sache habe ich noch, denn die Schnittgeschwindigkeit bzw. der Vorschub als auch die Drehzahl sind ja noch die vorherigen Daten aus der alten Operation heraus oder aus dem alten Werkzeug heraus. Wie kriege ich nun die neu erstellten Schnittdaten von mir nach in X? Hierfür klicken wir auf den Knopf Technologie. Dem GR schaut nun in die selektierte Operation innerhalb von NX, die heißt jetzt hier bei mir Taschen, listet sie mir auf. Er guckt rein, welches Werkzeug verwendet wurde, er guckt rein, welches Material verwendet wurde und schaut dementsprechend auch, was denn die aktuellen Schnittwerte sind und was die Sollschnittwerte sind aus meiner Datenbank heraus. Und wie kriege ich die Schnittwerte nun nach NX? Noch einfacher, ich klicke einfach nur auf dieses Play-Icon drauf. Jetzt hat mir TeamGR die neuen Schnittwerte auch schon übertragen. Ich gucke mal nachher nichts rüber. Und da stehen sie auch schon. Möchte ich das Ganze jetzt nicht nur für ein Werkzeug sehen, sondern für sämtliche Operationen? Da habe ich einfach keine der Operationen hier selektiert. Ich aktualisiere die Liste innerhalb von TeamGR. Und hier sehen wir jetzt alle Operationen einmal aufgelistet, die bei mir in meiner NX-Session vorhanden sind. Angefangen vom Planen oben, über Schruppen oben, wo haben wir sie hier, da ist sie, bis hin zur allerletzten Operation Gewinde M8. Gleichzeitig überprüft dem GR natürlich auch, ob denn die Schnittwerte passen oder nicht. Möchte ich sie für alle Operationen aktualisieren, wiedermals Klick auf das kleine Play-Icon und jetzt sind meine Schnittdaten korrekt eingetragen. Möchte ich jetzt noch eine Überprüfung meiner Operation anschauen, klicke ich die Operation einfach an, springe in die Maschinensimulation und sehe hier auch schon, wie mein NC-Text, den ich hier gleich nochmals einblende, gleich abgearbeitet wird von meiner Simulation. Wenn Sie meinen, der Technology Manager ist genau das Richtige für Sie, dann sprechen Sie uns gerne an. Die Kontaktdaten finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Gerne dürfen Sie mir Ihr Feedback mitteilen. Daumen hoch und Kommentaren wären super. Das war jetzt der dritte Teil unserer Serie. Nächste Woche erwarten Sie Drehwerkzeuge als auch das große Finale unseres Weihnachtsspecials. Also bleiben Sie dran. Im Übrigen, wenn Sie unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das noch schnell nach. Dann erhalten Sie mal direkt eine Info, wenn etwas von Neues von uns zu sehen gibt. Wir sehen uns dann zum letzten Teil unseres TMGR-Specials am 4. Advent. Tschüss!